auf Höchstgeschwindigkeit. Damit sie mal wieder irgendwie in die Nähe kommen, die ganzen Schiffe. Wenn man schon so eine große Flotte hat, ist es gar nicht mehr so einfach, die alle so zusammenzuhalten. Du kannst sagen, was du willst, aber der war schlecht geschossen gerade. Ich bin ja selbst mit halber Fahrt immer noch gut ein Stück schneller als die. Kommen da noch ein paar Piraten? Ich sehe zumindest keine mehr. Hey, lege Kurs an. Torpedoboot ist auch wieder da. Könnt die Formation wieder auflesen, wenn ihr nicht mehr wollt. Feuer! Wir haben es ja schon bald geschafft. Die Karte können wir mal so anlassen, dann sehen wir nämlich vorzeitig, ob irgendjemand in der Nähe ist. Auch wenn einem das Gepiepe irgendwann ein bisschen auf die Nerven geht. Moment, wenn ich kein Flottenkommando gebe, heißt das ja, dass ihr dann gar nichts mehr macht und einfach nur stehen bleibt. In dem Fall kommt man wieder schön hier. Schiffe sind auch schon leicht angeschlagen. Metallaner auf Abfangkurs zu der Handelsflotte. Metallaner? Die machen gemeinsame Sache mit den Piraten? Sie dürfen die Versorgungsschiffe nicht zerstören. Wir müssen sie daran hindern. Okay. Halt, lege Kurs an. Alles klar. Na dann kommt mal her, ihr Metallaner. Das letzte Mal habt ihr Zeit abgehauen. Feuer! Alle Mann an Deck! Feuer! Metallaner vernichtet! Oh, das ging ja schnell. Das da ist ein Großkampfschiff. Ist
stärkste metallanische Schiff, das es gibt. Das sollte ein bisschen schwerer auszunocken sein. Der Metallaner stößt gleich mit dem Handelsschiff zusammen. Alles in Deckung! Kap! Der metallanische Kreuzer ist unzerstört. Aber sie haben aufgehört zu feuern. Sie müssen von der Explosion völlig benommen sein. Eine bessere Gelegenheit, ein Schiff unversehrt in unsere Gewalt zu bekommen, bietet sich nie mehr. Wir gehen längsseits und entern sie. Wir müssen näher heran. Dann machen wir das doch mal. Feuer! Ich kann immer noch schießen. Nett. Treffen ist die andere Sache. Feuer! Captain, wir haben es geschafft. Sie ergeben sich. Bei Neptun! Es sind... Feuer! Prokionen! Das metallanische Schiff war voller Procs und ihrer Kampfroboter. Sie waren von der Explosion noch ziemlich benommen, als wir ihr Schiff stürmten, lieferten uns aber trotzdem einen harten Kampf. In dem Metallaner-Schiff war wenig Platz und es war voller Rauch. Zweimal wurden wir zurückgedrängt, ehe ich endlich den prokionischen Captain in die Zange nehmen und entwaffnen konnte. Nun kennen wir zwar das Geheimnis der Metallaner, aber es ist vielleicht schon zu spät. Natürlich hatten die Prokionen nie die Absicht, Frieden zu schließen. Sie haben den Großteil unserer Schiffe zu den Grenzen gelockt und richten nun die Geschütze ihrer gesamten diplomatischen Flotte auf unsere Königin, die sich anschickt, das Friedensabkommen zu unterzeichnen. Und irgendwo da draußen ist auch noch John Silver mit seiner Piratenflotte. Ich kann mich der Erkenntnis nicht länger widersetzen, dass er mit den Prokionen gemeinsame Sache macht. Wenn wir ihm nochmal begegnen, werden wir ihn bekämpfen müssen. Gleichgültig, was er mir einmal bedeutet hat. Dann werde ich derjenige sein, der ihm zuruft: Hüte dich! Ja, wer hat's kommen sehen? Schreibt's mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Also zumindest von denen, die das Spiel hier noch nicht kennen. Wer hat's kommen sehen, dass die Prokionen die Metallaner sind? So, Mission 11. Zidonische Werft voraus, Captain. Steuermann, klar zum Anlegemanöver. Ei, lege Kurs an. Da sind wir wieder mit unserer stolzen Flotte. Die wird gleich um ein Schiff erweitert. Man sieht's von hier aus schon. Ich darf schon mal vorstellen, unser nächstes Schiff. Ein Kampfschiff. Das zweitstärkste Schiff, das die Marine zu bieten hat. Wobei ich persönlich sagen muss, dass es das Beste ist. Von der Punktewertigkeit ist es noch ein bisschen unterhalb von einem Sternhammer, aber ich persönlich mag es lieber als den Sternhammer, weil ich den Nova-Werfer nicht wirklich so gern mag. Ist halt... Ich mag Stern- und Nova-Werfer allgemein nicht so gerne. Der hat hier einen Sternwerfer dran, aber den kann ich austauschen. Da habe ich also weniger ein Problem mit. Dieses Schiff hat allerdings ein paar richtig tolle Waffen. Es hat nach vorne hingerichtet ein schweres und zwei leichte. Also es ist ein einfaches leichtes. Ein doppeltes leichtes, so rum. Dann, hier haben wir ein vierfaches schweres Geschütz. Da unten eine festgelegte vierfache mittlere Laserkanone. Beim Seeungeheuer, was schleppen Sie uns denn da an? Wir haben einen Metallaner aufgebracht, Admiral. Einen prokionischen Metallaner. Prokionisch? Sind Sie ganz sicher? Sehen Sie sich die Gefangenen an. Die Besatzungen der Metallaner-Schiffe bestehen aus Elitetruppen der prokionischen Marine. Aber das würde ja bedeuten, dass die Zeremonie anlässlich der Vertragsunterzeichnung... eine Falle ist. Ganz richtig.
Irgendjemand muss sofort zur Königin ins Parlament. Ich gebe Ihnen das Kommando über die RLS Victory, das mächtigste Kriegsschiff, das wir haben. Und damit Sie von unseren eigenen Leuten ernst genommen werden, befördere ich Sie hiermit zum Commander, Mr. Hawkins. Danke, Admiral Hoyt. Sie können sich auf mich verlassen. Das tue ich. Ich habe verstanden, Admiral. Wir laufen auf der Stelle mit der Victory aus. Ich war noch nicht ganz fertig. Wir haben hier jedenfalls neben den beiden Geschützen hier noch ein leichtes, also ein doppeltes leichtes Geschütz und nach hinten hin noch ein doppeltes schweres. Auf der rechten Seite das gleiche wie auf der linken Seite. Und wir haben genug Siegpunkte, um da jetzt genug Sachen reinzubauen. Wobei, ich glaube, da baue ich auch eine leichte Plasma rein. Mal schauen, wie es sich am Schluss ausgeht. Vor allem darf ich diesmal auch schwere Plasmakanonen verbauen. Wurde auch Zeit. Da mache ich aber Bordkanonen hin und nach hinten hin mittlere Plasmakanonen. So, die Crew. Ich brauche starke Geschützführer, vor allem dort, wo es wichtig ist, und zwar an der Breitseite. Dann brauche ich einen guten Frontschützen. Das hier, komm, das sind die am wenigsten wichtigen, aber dennoch wichtig. Guten Speer, guten Steuermann. Und da sehe ich schon, mir gehen die Siegpunkte aus. Da können wir nicht mehr so viel Plasmakanonen verwenden, wie ich es gerne hätte. Da müssen wir da vielleicht ein bisschen abrüsten. Hier mal ein paar Laserkanonen dran machen. Machen wir hier noch Laserkanonen dran und werden noch so viele Plasmakanonen. Du kriegst jetzt eine Bordkanone da am Heck. Wenn ich ehrlich sein soll, bei dir reichen die Laserkanonen eigentlich vollkommen aus. Bei dir will ich die Plasmakanonen aber dran haben. So, jetzt können wir weiter in die Crew investieren. Da müssen wir nämlich noch ein bisschen Deswegen wollte ich jeden Siegpunkt sparen, als es um die Schnellfregatte ging. So, für die Kämpfer haben wir jetzt nicht mehr allzu viele Punkte. Müssen wir noch mehr? Ich mag es nicht, da die Plasmakanonen noch abzubauen. Irgendwo müssen wir die herkriegen. Also mein Hauptschiff brauche ich mit den stärksten Kanonen. Hier brauche ich sowieso noch einen Captain und einen ersten Mate. Ist jetzt nicht so, dass die Kämpfer so übermäßig wichtig wären. So eine gewisse Wichtigkeit haben die schon. Ich könnte jetzt bei dem hier die Plasmakanonen noch abbauen, aber das will ich jetzt nicht. Moment mal. Die kann ich jetzt nicht mehr rausziehen. Okay, schade. Ich habe keine Siegpunkte mehr. Brauche ich die letzten vier Kämpfer? Ich habe ihn nicht vor zu entern, sonst hätte ich ja sowieso Harpunengeschütze dran gemacht und geentert werden tue ich auch nicht. Und wenn ich geentert werde, dann reichen die 6 da oben locker aus. Also, ich denke mal, das sollte es gewesen sein. Schienen auf Notfallgeschwindigkeit, Sir!
So. Das Parlament ist in der Umlaufbahn um Corona 5. Viel Glück, Commander. Danke, Sir. Alle Schiffe hören auf mein Kommando. Steuermann, Kurs auf Corona 5. Ich habe zwar meine anderen Schiffe jetzt ein gutes Stück abgerüstet, dafür habe ich dieses hier definitiv aufgerüstet. Ei, lege Kurs an! Das ist jetzt so eins der mächtigsten Schiffe, die man so haben kann. Sonst nicht durch. Und fahren ja schon. Kleines bisschen. Könnte man glauben, diese Breitseite hier abzukriegen, das ist kein Vergnügen. Nicht bei so viel Plasmakanonen. Piraten in Sicht, Sir! Da kommen ein bisschen mehr. Commander! Verschiedene Piratenschiffe nähern sich von allen Seiten! Es ist eine Falle! It's a trap. Sie haben gewusst, dass wir auf dieser Route kommen würden. Egal, wir müssen durchbrechen. Die Königin muss gewarnt werden. Sir, sehen Sie! Ich hab genug von deiner Einmischung, du kleiner Marinebengel. Ihr macht jetzt allesamt Bekanntschaft mit meinem Schwert. Silver! John Silver! Ich bin es, Jim! Jim Hawkins! Erkennen Sie mich nicht? Auf einen Marinelümmel mehr oder weniger kommt's mir und meiner Mannschaft nicht an. Ergib dich oder stirb. Deine Königin wirst du jedenfalls nicht mehr warnen. Warum tun sie das? Piraten tun alles nur aus einem einzigen Grund: Gold. Und jetzt, Männer, Angriff! Und macht keine Gefangenen! Tja. Ist aber gar nicht die feine englische Art. Alter Freund ist wohl nicht besonders erfreut darüber, sie zu sehen. Das habe ich auch bemerkt. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Alle Mann auf Gefechtsstation! Feuert nach eigenem Ermessen! Aber überlasst mir Silvers Flaggschiff! Der hat einen schönen Volltreffer gekriegt hier. Feuer! Kursänderung jetzt! Ich ramme den lieber mal nicht. Die Segel haben was abgekriegt. Feuer! The Argentum. Wir haben mir mein Schiff geentert. Commander, Silver dreht ab! Er will sich davon machen! Steuermann, auf Verfolgungskurs! Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen!
Aber Sir, das Parlament, die Königin. Wir müssen sie warnen. Ja, ich... Hören Sie, Onyx, ich weiß, dass Silver irgendwie mit den Procs zusammenarbeitet. Wenn wir ihn erwischen und ein paar Antworten aus ihm rausholen können, lässt sich dieser Krieg möglicherweise beenden, bevor er überhaupt anfängt. Ei, Commander.